Ich bitte um Friends, Freunde. Wirklich, kauft das nicht. Jo Freunde, willkommen zu ein neues Video hier auf meinem Kanal. Bevor das Video weitergeht, kannst du mich gerne auf Discord und auf Twitter und auf Instagram und auf Twitch und auf TikTok gerne folgen und mir doch da gerne deinen Kommentar oder deine Fragen doch gerne schreiben. Ich wünsche jetzt viel Spaß weiter mit diesem Video. Für ein Set-Vorstellung. Dieses Set kam 14 Euro bei Kaufland. Mir tut es im Herzen weh, wie teuer das Scheißding war eigentlich. Wenn ich schon hinten, eigentlich dachte ich so, oh ja, schön, ein Kuchenladen, oh, keine Ahnung, was das sein soll für die Miete. Was ist das? Wir bleiben ganz ruhig, Leute. Zwei Figuren kriegen wir aber dafür. Oh. Und das hier? Ja, nicht? Wir haben 14 Euro bezahlt. 15 Euro bezahlt, Entschuldigung. Was ist das? Machen wir das mal auf. Messer? Nein. Mal arbeiten. Was kriegen wir? Eine Tüte, zwei Tüten. Aha. Warte mal, das kennen wir doch. Wo habe ich das noch? Ja, ich glaube, das kennen wir doch. Ich glaube, das Set will uns sagen, ihr könnt das hier verbinden. Hier. Ach, wie schön. Jetzt fragt man sich nur, wo? Ach du Scheiße, ich dachte, das ist... Ah, nee. Das will uns nicht damit sagen, das will sagen, das kommt da dran. Aha. Naja, aber eigentlich schon echt ziemlich dick für das kleine bisschen Tüte 1, aber das ist doch so wenig. Ja. Dann sehen wir uns gleich mal wieder. Was für ein Schrott. Was für ein Schrott. Toll. Leute, das heißt, die kleinen Mädels hier sitzen hier, haben überhaupt keinen Halt. Klar, die können ja auch nicht sitzen, das ist ja irgendwo los. Aber geht das nicht schöner, Mädels? Also, Lego, was ist das? Brauchen wir nicht. Kommen wir zu diesem Laufen. Irgendwo ein bisschen schick. Das erinnert mich wie der Friseur, aber der Friseur war besser. Und das eine Set habe ich noch immer nicht gefunden. Ich weiß nicht, irgendwas... Ihr wisst, was ich meine. Irgendwas hat ihm noch vom Fans vorgestellt. Am Ende kann man jetzt sagen, gut, man nimmt das hier hinten ab. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das soll aber wohl dafür dastehen. Und man macht das hier dran. Liebe Lego-Freunde, jetzt frage ich euch was. Wenn das jetzt hier an der Straßenseite irgendwo hingen soll, oder soll, wohl geplant sein soll, dann frage ich mich, wieso ist dieser Laden eigentlich dann andersrum? Hm. Also ihr wisst manche, was ich meine, ne? Der. Also... Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Was für ein Müll. Irgendwo sind viele neue Teile. Das ist neu, das kenne ich noch nicht. Was auch neu ist, ist... hier das hier, das kenne ich auch noch nicht. Das ist auch neu. Und hier dieser Kuchen hier. Hier dieser hier.
Na, fuchsier doch mal, du Blödmann. Hier, das hier. Das ist auch neu. Sonst ist, glaube ich, nichts neu. Ich glaube, jetzt habe ich nichts Neues gesehen, oder? Ja, und die Platte eben. Und hier ist auch nichts Neues, ne? Nee. Also, ich bitte um Friends, Freunde. Wirklich, kauft das nicht. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie teuer das Set überhaupt kostet. Ich habe jetzt 15 Euro bezahlt. 15? Für diesen Müll? Kauft es nicht. Ja. Ich kann jetzt damit leben, es sind 15 Euro, okay, die sind für das Geld gar nichts. Gut, man sagen, gut, vielleicht die Figuren sind vielleicht dafür gut, aber gut, ich glaube, du zahlst einfach für diese blöden Figuren einfach so viel, glaube ich. Ich weiß nicht, wie Lego das macht. Scheiße, weg ist er. Ich glaube, du zahlst einfach mehr für diese Scheiße als für dieses Lego-Set. Ich glaube, du zahlst wirklich mehr Figuren Geld als alles andere. Schreib's in die Kommentare. Aber ich glaube, das hängt mit diesen Dingern hier zusammen, weil hinten ist so ein Ding, da kann man das irgendwo an der Straße festhängen. Lass gerne ein Like und ein Abo da und schreib gerne deine Bewertung von dieses schreckliche Set. Was ich damit mache, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, ich gucke, dass ich das irgendwo in der Stadt einbaue, weil ich möchte das jetzt nicht einfach irgendwo wieder wegschmeißen. Ciao, bis zum nächsten Video.